Weiß-Rot, das sind die Farben der Hochschule Anhalt und die lud unter dem Motto 25 Years from Now am 15. Juli zum Campusfest am Standort Dessau. Die Studierenden der Fachbereiche Architektur, Facility Management, Geoinformation sowie Design verwandelten den Campus vom Seminarplatz bis zum Bauhaus in eine Spiel-, Spaß- und Feiermeile. Von sportlichen Aktivitäten bis hin zu musikalischen Highlights und gastronomischer Verköstigung wurde ein vielfältiges Programm geboten. Die Hochschule Anhalt feiert damit auch ihr 25-jähriges Bestehen. Wir haben ja dieses Jahr die Möglichkeit, dass wir 25 Jahre Hochschule Anhalt feiern können. Wir haben in den letzten 25 Jahren, vor allem hier am Standort Dessau, einen völlig neuen Hochschulstandort aufgebaut nach der Wende und haben jetzt mit den Möglichkeiten im Bereich Architektur, Geoinformationswesen, Design hier zu studieren auch Möglichkeiten geschaffen, die es vorher in der Stadt Dessau nicht gab. Neben Kreativitätsworkshops und Mitmachaktionen von und mit Studierenden fanden sportliche Aktivitäten für große und kleine Gäste statt. Für Entspannung und sommerliches Flair sorgte eine Strandbar mit Live-Musik. Eine Fotoausstellung zeigte Menschen, Ereignisse und interessante Rückblicke auf das 25-jährige Bestehen des Dessauer Campus. Für den zukünftigen Präsidenten der Hochschule Anhalt, Prof. Dr. Jörg Bagdan, war es das erste Campusfest in Dessau. Ich bin heute das erste Mal hier in Dessau. Ich bin gebürtiger Köthner, wohne auch in Köthen. Deshalb ist mir jetzt Dessau nicht unbekannt. Bin auch heute gerade aus dem Urlaub jetzt hergekommen. Ich war in Warnemünde, ist eher sozusagen so Volksfeststimmung hier. Darum sage ich, eine sehr schöne Atmosphäre zwischen Studenten, Hochschule und der Bevölkerung. Und ich glaube, es macht für alle, die hier sind, irgendwie erstmal einen sehr, sehr positiven Eindruck. Ja. Also man hat hier eine belebte Atmosphäre und hat auch die Möglichkeiten, sich über die Ausbildungsschwerpunkte der Hochschule zu informieren. Und das konnten auch die vielen Besucher. Denn verschiedene Ausstellungen und Präsentationen vermittelten facettenreiche Einblicke in die Arbeiten und Projekte von Studierenden verschiedener Studienrichtungen zum Tag der offenen Tür. So stellte Maschinenbaustudent Christopher Kral einen Roboterarm vor. Und ich starte das Programm einfach mal, was ich vorbereitet habe. Und zwar greift er zunächst sein Werkzeug, in diesem Fall einen Stift, und fängt dann an zu schreiben. Und dieses leichte Zittern, was man sieht, das liegt daran, dass diese Antriebe eigentlich für andere Zwecke vorgesehen sind. Um das Ganze preislich überschaubar zu halten, haben wir auf Modellbaukomponenten zurückgegriffen. Und die unteren Antriebe sind beispielsweise für die Lenkung von R10 Monster Trucks und die oberen Antriebseinheiten sind für den Helikopterbau, Modellhelikopter. Er schreibt jetzt MINT, was für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht. Also die Fächer, wo man auch in der Wirtschaft gute Chancen hat, die auch immer gesucht sind. Und jetzt nach dem Schreiben räumt er auch selbstständig den Arbeitsplatz wieder auf. Also er packt jetzt das Werkzeug wieder weg und auch die einzelnen Magneten. So, um jetzt dieses Blatt zu erwischen, muss er sich natürlich ein bisschen anstrengen. Mit einem kleinen Trick geht auch das mit der Zange. Und zwar schiebt er zunächst das Blatt zur Seite. Ich muss aber mal, also der Wind war jetzt nicht im Programm mit drin. Ich halte es mal ein bisschen fest wegen dem Wind. Christopher Kral hat dieses Projekt gemeinsam mit anderen Studierenden und Kommilitonen komplett selbst gebaut. Der materielle Wert ca. 1000 Euro, der ideelle kaum ersetzbar. Und zwar handelt es sich dabei um einen Roboterarm, der komplett von Studenten modelliert, konstruiert, gefertigt und auch programmiert wurde im Rahmen des Studiums. Und zwar war das eine semesterbegleitende Arbeit, die wir in Zusammenarbeit mit ein paar Kommilitonen, also insgesamt waren 3 Studenten an dem Projekt beteiligt. Und das war die Abschlussprüfung bzw. die Prüfung für das Fach Mechatronik. Und was ist das Besondere an diesem Projekt? Dass es sehr interdisziplinär war. Also hier fließt ja die Programmierung mit ein, Elektrotechnik,
dann die CAD-Modellierung und auch die Fertigung. Also dass man quasi das komplette Projekt selbst bearbeitet. Dass es keine vorgefertigten Teile oder sowas sind, sondern halt die komplette Programmierung und die komplette Fertigung, dass man das alles selbst machen muss. Von 15 bis 19 Uhr präsentierten Ausstellungen die Arbeiten der Studierenden, vermittelten Eindrücke der Studiengänge und ließen die Zuschauer praxisnah teilhaben. Am Ende der Veranstaltung zeigten sich die Macher zufrieden und hoffen auf noch mehr Einschreibungen in den einzelnen Fachbereichen.